Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video unserer Reihe Sorgen sind ein Date mit dem Teufel. Und wir haben heute das Thema, du hast einen freien Willen und Vollmacht. Und schließt euch, was ich dazu im Arbeitsheft geschrieben habe. Wenn wir uns Sorgen machen, bringen wir damit zwei Dinge zum Ausdruck. Erstens, ich komme nicht mit den Dingen klar. Ich habe keine Ahnung, wie ich es hinkriegen kann. Ich sehe keine Lösung für dieses Dilemma. Oder ich sehe einen Ausweg und weiß nicht, für welchen Weg ich mich entscheiden soll. Also wenn ich mehrere Wege sehe, welcher der richtige ist. Zum Beispiel ist Angst da, einen Fehler zu machen oder eine falsche Entscheidung zu treffen. Der zweitens, ich sehe zwar im Wort, dass Gott eine Lösung hat. Er sagt und zeigt sie mir, ich glaube und oder aber glaube und vertraue ihm nicht, dass er hält, was er verspricht. In Matthäus 28, Verse 18 bis 20 lesen wir: Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ja, das sehe ich gerade, dass ich da einen Fehler drin habe. Werde ich korrigieren. Also ich möchte nicht über die Bibelstelle diskutieren, wie wir korrekt taufen. Also auf den Namen Jesu, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Das soll jetzt heute nicht unser Thema sein, sondern eher: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Also Jesus ist bei uns und Jesus hat vom Vater alle Vollmacht bekommen im Himmel und auf der Erde. Das bedeutet, alle diejenigen, die zu ihm gehören, haben ebenfalls diese Macht und diese Autorität und diese Kraft Gottes an ihrer Seite. Jesus hat Vollmacht und wenn wir Jesus haben, dann wandeln wir auch in der Vollmacht. Die Frage ist nur, können wir das glauben, können wir dem vertrauen? Also Jesus ist bei uns alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Er ist mit uns, er ist da. Und wenn wir an den auferstandenen Christus glauben, ja, der Feind will dir das natürlich immer wieder mal stehlen. Wenn wir an den auferstandenen Christus glauben, dann glauben wir, dass er lebt und dass er eben hier ist, dass er da ist, auch wenn wir ihn nicht sehen. Aber der Geist Gottes ist da und der Geist Gottes ist mit uns. Und im Geist Gottes ist Kraft und da ist Stärke und da ist Power. Und wir können darauf vertrauen, dass diese Kraft eben mit uns ist und dass der Geist Gottes uns nicht, fallen lässt oder bestraft oder uns eins auswischen will. Also da sind wir wieder an dem Punkt, wie sehe ich eben Gott? Ja, was glaube ich, wie Gott mir gegenüber ist? Dann habe ich noch Lukas 24, Verse 44 bis 49. Er aber sagte zu ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Und siehe, ich sende euch auf die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Also Jesus sagt, wenn er uns irgendwo hinschickt, auch da, ja, er hat die Jünger losgeschickt, aber hat gesagt, bleibt da, bis ihr aus der Kraft der Höhe angetan werdet. Also der Geist Gottes kommt und bewegt uns und der Geist Gottes kommt und sagt, geh hierhin, geh dorthin, tu dieses, tu jenes. Und er gibt uns gleichzeitig die Gnade und die Kraft, diese Dinge zu tun. Ich muss echt so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe dieses Video gerade eben einmal abgebrochen, weil gerade so ein paar Dinge los sind und ich so den Eindruck hatte, ich bin irgendwie so heute gar nicht fähig, ein Video zu machen, und habe angefangen und dachte, das wird irgendwie so gar nichts, und habe es ausgemacht und wollte einkaufen fahren. Der Heilige Geist hat gesagt, du drehst jetzt dieses Video. Ja, also ich bin angetan worden aus der Höhe und er gibt mir die Kraft und die Gnade, das zu tun, was er will. Und wir haben zwar einen freien Willen. Ich hätte jetzt sagen können, Gott, das interessiert mich nicht, Heiliger Geist interessiert mich nicht, ich finde, ich bin dafür jetzt heute irgendwie nicht gut genug.
weil ja nie wir gut genug sind. Ja, es ist ja der Geist Gottes, der diese Dinge tut. Und hätte jetzt das Arbeitsheft hier hinwerfen können, jetzt sagen können, heute ist echt ein doofer Tag, ich mache das jetzt nicht. Aber ich mache von meinem freien Willen keinen Gebrauch mehr, weil ich meinen freien Willen Gott untergeordnet habe. Ja, also mein freier Wille ist nicht mehr wirklich ein freier Wille. Er ist insofern ein freier Wille, wie ich mich in den Grenzen Gottes bewege. Also wenn Gott mir jetzt nicht sagt, fahr dorthin einkaufen oder dorthin, dann habe ich meinen freien Willen, mit dem ich jetzt einfach entscheide, wo fahre ich jetzt gleich hin einkaufen oder in welcher Reihenfolge tue ich die Dinge. Aber wenn der Herr mir sagt, fahr dahin oder fahr dahin, dann tue ich das. Ja? Also mein freier Wille ist dem Willen Gottes untergeordnet. Und das haben wir dann auch Jakobus 4,7. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Also ist auch eine ganz wichtige Sache. Wisst ihr, wenn wir uns sorgen, stehen wir nie in der Kraft Gottes. Immer dann, wenn wir uns sorgen, wenn es gerade irgendwie schwierig ist, stehen wir nicht in der Kraft, die wir eigentlich zur Verfügung hätten, wenn wir in Christus wandeln würden. Aber ich glaube, was völlig falsch ist, ist, sich verrückt zu machen. Ja? Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass wenn ich so etwas merke, dass ich schaue, dass ich meine Gedanken auf das Richtige ausrichte, dass meine Gedanken auf die Wahrheit ausgerichtet sind, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Und weiß, dass Jesus Vollmacht hat über den Himmel und über die Erde, dass es jetzt gerade irgendwie in der geistlichen Welt einen Kampf stattfindet, dass der Feind mich gerade aus irgendetwas herausziehen will. Und ich bin dann zwar schon, habe ich Freude in meinem Herzen, aber ich laufe vielleicht jetzt nicht gerade absolut jubelt hier durch die Wohnung, wie ich es vielleicht tun würde, wenn ich aus tiefstem Herzen voller Freude bin und Lobpreise. Also ich habe dann diese Wahrheiten, aber ich empfinde mich dann selber eher so ein bisschen als gedämpft, will ich mal sagen. Was ich mache, ich konzentriere mich auf die Wahrheit, ich richte meine Gedanken auf die Wahrheit aus. Ich weiß dann, gerade dann in diesen Zeiten oder in diesen Momenten bin ich besonders achtsam, was der Geist Gottes mir sagt. Ja, gestern Abend zum Beispiel, wie gesagt, ich habe das jetzt seit ein paar Tagen, wo ich einfach merke, wow, ja, da scheint gerade irgendwas anzubahnen. Es gibt wieder so ein paar Geschwister, von denen ich einfach schon wieder im Geist weiß, da läuft was in die falsche Richtung, aber ich darf nicht einschreiten. Ja, habe ich ein klares Nein vom Herrn, dass ich da nichts tun soll. Das ist dann schon auch immer ein bisschen schwierig, dann halt wirklich nur zu beten und nicht irgendwie selber aktiv zu werden. Also es ist so seit ein paar Tagen. Und gerade gestern Abend hat dann der Heilige Geist gesagt, räum jetzt erstmal die Küche auf. Ja, und dann war ich gehorsam. Dann habe ich die Küche aufgeräumt. Und während ich die Küche aufgeräumt habe, hat er mir dann den nächsten Auftrag gegeben. Dann habe ich das nächste gemacht. Dann habe ich mal ein bisschen wieder an meiner Homepage gearbeitet, mein Weg zurück ins Leben.de, habe das umgesetzt, was er mir da gezeigt hat. Könnt ihr gerne mal ein bisschen stöbern. Ich glaube, es ist ein bisschen übersichtlicher geworden jetzt, welche Arbeitshefte es gibt und welche Postkarten es gibt und so. Könnt ihr ja mal gucken gehen. Das war gestern Abend mein Auftrag. Also gerade dann, wenn ich so gedämpft bin, probiere ich umso mehr ganz sensibel zu sein und ganz sensibel darauf zu achten, okay, was will der Heilige Geist jetzt von mir? Und wenn ich dann diese Dinge tue, dann führt er mich eben auch aus diesen Situationen wieder heraus. Ja? Weil, wie es hier steht, Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ja? Also Jesus ist bei uns und er hat Vollmacht vom Vater. Das heißt, wenn wir ihn haben an unserer Seite, wenn wir dem Hirten folgen, wenn er vorausgeht und wir laufen hinterher, dann ist in unserem Leben alles in Ordnung. Ja, vielleicht fühlst du dich gerade nicht so, aber es ist alles in Ordnung. Er ist da und das müssen wir uns einfach bewusst machen. Wenn wir aber unseren freien Willen
nicht Gott unterordnen, dann laufen wir eben oft ins Chaos. Ja, und der Feind probiert dich natürlich schon, das macht er natürlich bei mir auch, gerade in Bezug auf Geschwister, die vielleicht auch sehr weltlich sind, ja, wo der Feind mir immer wieder irgendwie einreden will, dass das die Wahrheit ist, und dann brauche ich immer ein paar Tage, bis ich das dann geprüft habe und wo ich dann mich vielleicht auch erstmal wieder von bestimmten Dingen blenden lasse und denke, oh je, vielleicht bin ich ja doch auf dem falschen Weg, und dann verunsichert mich das und dann bete ich darüber. Und das sind einfach dann so Zeiten, wo ich da vielleicht nicht gerade so jubelnd durch die Wohnung springe. Ja, so ein Tag ist gerade eben heute, seit ein paar Tagen. Aber ganz bewusst dann auch den eigenen Willen wirklich nochmal, wirklich zu sagen, Vater, ich bin dir untergeordnet, Jesus, du bist mein Herr. Ich tue jetzt das, was du sagst, und ich tue nicht das, was ich glaube, was ich tun möchte. Ja, es gibt so ein paar Dinge, die würde ich irgendwie gerne tun, auch aus Freundlichkeit heraus oder weil andere das von mir erwarten. Und dann eben in solchen Momenten, wo es vielleicht gerade schon schwierig ist, dann auch noch wirklich ganz gehorsam das zu tun, auf die Gefahr hin, dass nochmal von außen etwas auf einen hereinprasselt, weil Menschen sich verletzt fühlen, angegriffen fühlen, hinten angestellt fühlen, nicht wichtig fühlen oder wie auch immer. Das ist dann wichtig. Ja? Jakobus 4,7. Unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel. Und wir widerstehen in Gedanken, indem wir auch unsere Gedanken auf die Wahrheit ausrichten und wissen, wer wir in Christus geworden sind, und es zumindest denken, lesen. Habe ich zum Beispiel heute vom Vater für mich selber, könnt ihr aber auch gerne übernehmen. Ich mach ja viele Notizen, und ich glaube, ich habe die letzten 6 Wochen fast so ein ganz, so ein dickes Buch vollgeschrieben mit Offenbarungen und wirklich wichtige Dinge. Und der hat mir gesagt, nimm dir jetzt nochmals, denkst du, das werde ich heute machen, nehme ich mir zu so A5 Karteikarten und schreibe mir wirklich wichtige Dinge, die für mich im Moment wichtig sind, drauf. Ja, und die lese ich jeden Tag durch. Da muss ich nicht mein Heft durchblättern, sondern manchmal ist es einfach so die Zeit, wo man merkt, Mensch, jetzt brauche ich gezielt, muss ich an diesen Gedanken festhalten. Dann schreibt euch Karten oder ein Blatt und lest es. Nehmt euch mehrmals am Tag die Zeit, stellt euch das Handy und dort alle 2-3 Stunden euch das durchlesen, oder steckt es euch in die Hosentasche, dass wenn ihr auf der Toilette seid, lest es euch durch, sodass ihr in euren Gedanken in der Wahrheit seid, dass ihr euch in euren Gedanken auf die Wahrheit ausrichtet. Damit widersteht ihr dem Teufel auch, auch wenn ihr euch vielleicht erstmal nicht besser fühlt, aber es hilft euch einfach durch diese Phase eben hindurch. Also, und dann wird er euch fliehen. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also geht auf das Kreuz zu, ja, auch wenn ihr, ich erzähle jetzt echt mal kurz ein Zeugnis. Ich habe das vorhin Geschwistern, wenn ihr das jetzt hört, erinnert ihr euch an meine Nachricht. Ja, wir haben auch eine Gruppe, und ich habe das vorhin gerade in die Gruppe geschrieben, weil ich habe ja das Lied letztens geteilt, wenn der König wiederkehrt, und habe irgendwie gerade jetzt, wo es mir so nicht so gut ging, hat der Herr mich an dieses Lied erinnert, an den Textinhalt, und er hat mir gezeigt, dass ich nicht voller Beschämung vor Jesus stehen will. Und ich dachte, ja, das Scham ist am Kreuz gestorben. Ist das so korrekt? Das ist so ein wunderschönes Lied. Aber ich glaube, bei mir hat es mich in meinem für den Herrn tun, da das ja so meine Achillesferse ist, da ich ja dazu neige, mich dann zu überarbeiten, weil ich so ein Arbeitstier bin, hat mich das, glaube ich, sogar eher in die falsche Richtung geschoben, sodass ich dann vorhin dieses Lied gehört habe, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wisst ihr, uns Gott zu nahen ist nicht ein primäres sich Gott zu nahen durch Taten, ja, sondern ein sich Gott nahen am Kreuz. Ja, die Gnade als allererstes, Jesus hat für mich bezahlt. Ja. Jesus hat für mich bezahlt, und ich bin gerettet. Und wenn ich aus der Gnade mal herausfalle, weil ich jetzt zum Arbeitstier geworden bin,
dann kann eben etwas, was mir dann noch sagt, tu das, tu das, tu das, ja, weil dann gefällst du Gott oder das gefällt Gott, über diese Dinge müssen wir ja auch reden, kann aber dann kontraproduktiv sein, ja. Ihr müsst es für euch immer wieder entscheiden, ja. Ihr dürft nicht in Schubladen denken. Also es ist gänzlich das Verkehrteste, was ihr irgendwie im Glauben tun könnt, Gott irgendwie in eine Schublade zu pressen, Jesus in eine Schublade zu pressen. Also für mich war es, ich habe das so oft gehört in der letzten Zeit, das Lied, und letztendlich hat es mich, ohne dass ich es gemerkt habe, hat der Feind sich eingeschlichen, ja, so übers Unterbewusstsein, und hat mich in so eine Haltung gebracht, dass ich nicht genügend tue. Ja. Dabei ist gerade das immer die Gefahr bei mir, dass ich über das Tun für das Reich Gottes vergesse zu essen, zu kochen, die Dinge zu tun, die für meinen Körper gut sind. Also ihr müsst da wirklich aufpassen und dann eben eure Gedanken mit der Wahrheit zu füttern. Ja. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ja, wie nahen wir uns Gott? Wir gehen ans Kreuz. Ja, wir gehen das Evangelium, wir sind dankbar dem Vater, wir sind Jesus dankbar, dass er uns freigekauft hat. Und erst wenn wir da wieder in der Ruhe und in dem Frieden sind, den das Kreuz uns gebracht hat, dann können wir auch wieder anfangen, das zu tun, und zwar das, was der Heilige Geist uns aufträgt. Ja, und nicht andere Dinge. Deswegen muss ich immer schmunzeln, wenn dann der Herr zu mir sagt, räum mal die Küche auf oder saug mal oder fahr mal einkaufen, dann muss ich schon immer schmunzeln. Das sind einfach die alltäglichen Dinge und dann habe ich dann auch ganz schnell wieder das Gleichgewicht, das ich brauche. Weiterhin Jakobus 4,7 steht, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Also, reinigt die Hände, ihr Sünder. Spricht Jakobus hier zu uns Kindern Gottes? Nein, er spricht zu den Sündern. Er spricht zu denen, die noch nicht neu geboren sind. Wir müssen echt aufpassen, wie wir wandeln. Sonst kann der Feind euch anklagen oder uns anklagen und kann uns aus der Ruhe holen, die uns das Kreuz gebracht hat. Jakobus spricht hier nicht zu den Kindern, sondern zu den Sündern. Und er sagt, und heiligt eure Herzen. Wie werden die Herzen geheiligt? Indem wir das Werk Jesu annehmen. Ja? Und zwar, und die ihr geteilten Herzen seid. Also die, die noch nicht vollkommen hingegeben sind, die brauchen zuerst die Kraft des Evangeliums, um neu geboren zu werden und Kinder Gottes zu werden. Und dann sind wir Kinder Gottes und keine Sünder mehr, auch wenn wir ab und zu noch sündigen. Ja, wir werden es nicht vermeiden können. Also in dem Moment, sage ich jetzt mal, ja, die letzten paar Tage, wo ich mich wieder gesorgt habe, war ich nicht im Glauben. Alles das, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. So lesen wir es im Römerbrief. Das bedeutet, ich war in der Sünde und damit ging es mir auch nicht gut. Ja, wenn wir in der Sünde sind, geht es uns nicht gut. Die Sünde tut uns nie etwas Gutes. Ja, wir müssen wegkommen davon. Richtig und falsch, das darf ich und das darf ich nicht, weil das ist geprägt von Gericht, sondern wir müssen dahin kommen, dass wir erfassen, dass Sünde nicht gut für uns ist, ja, dass Sünde einfach uns zerstört, dass Sünde uns aus der Gnade zieht, dass Sünde uns aus dem Segen zieht und nicht mit Gericht darüber denken, sondern schaut es euch aus dem Blick der Gnade an. Also wir sind dann Kinder Gottes, auch wenn wir mal sündigen, ja, aber deshalb sind wir nicht verloren und deshalb werde ich auch nicht im Gericht vom Vater verworfen, denn Jesus hat die Verurteilung für die Sünde hat er bereits gezahlt. Das heißt, wenn es mir jetzt nicht gut geht, jetzt wie jetzt vielleicht mir in den letzten Tagen, ist es wichtig, dass ich mich Gott nahe, dass ich mir bewusst mache, Jesus ist für meine Sünden gestorben und ich lasse jetzt nicht zu, dass diese Gefühle anfangen, mich zu übermannen. Vielleicht ist es jetzt noch nicht gerade so, wie ich es mir wieder wünsche, aber ich fange in den Gedanken an, das Richtige zu denken, weil dann werden auch die Gefühle und entsprechend ja die Wahrheit, das kommt alles eben. Das kommt alles mit, ja, beziehungsweise wir denken dann ja schon die Wahrheit und die Wahrheit setzt uns dann wieder frei und dann sind wir auch schon wieder auf dem Weg nach oben. Also, und dann kann eben, ich sage jetzt mal in so einem Moment, ja, wie bei mir, so ein tolles Lied dafür sorgen, dass es eher kontraproduktiv wird. Also ihr müsst einfach für euch die Beziehung mit dem Herrn leben und das ist die wichtigste Beziehung.
Ja, ich habe gerade heute Morgen bin ich auf ein Video gestoßen oder der Herr hat es mir gezeigt. Das war ein Video von einer Person, die ich sonst noch nie so gehört habe. Und es ging in diesem Video so sehr um die Beziehung zwischen Menschen und Gott will, dass die Menschen untereinander Beziehungen haben und so weiter und so fort. Und ich habe gedacht, nein, an der ersten Stelle steht unsere Beziehung zu Jesus. Und wenn Jesus sagt, wenn nicht, also Jesus hat uns, ich sag mal, Kriterien gegeben, wer ein Jünger sein kann. Also wer nicht bereit ist, auch Menschen hinter sich zu lassen, kann nicht ein Jünger sein. Und dann, wenn ich dann höre, dass so viel Gemeinschaft gepredigt wird jetzt im Moment wieder, ja, dass Geschwister Gemeinschaft miteinander haben sollen und wie wichtig das alles ist, am allerwichtigsten ist deine Gemeinschaft mit Jesus. Ja, am allerwichtigsten ist deine Beziehung zum Vater und deine Beziehung zu Jesus. Weil wenn du die nicht richtig hast, kannst du ganz viel Beziehung mit anderen Menschen haben und du merkst vielleicht nicht, dass irgendeine Beziehung ungut für dich ist, weil du nicht an der ersten Stelle die Beziehung zu Jesus hast, zum Vater hast, zum Heiligen Geist hast. Weil der Heilige Geist, aber wer das hat, wer das an der ersten Stelle hat, die Beziehung mit Jesus, dem Vater, dem Heiligen Geist, an der ersten Stelle. Der kann auch dann Beziehungen mit Geschwistern haben und die sind dann genährt durch den Heiligen Geist. Das sind ganz andere Beziehungen. Und auch da wird der Heilige Geist dir dann zum Beispiel sagen, okay, heute ja, bist du vielleicht irgendwie gerade schwach im Glauben, heute tut dir das irgendwie gar nicht gut, such heute mal die Gemeinschaft mit mir. Der Heilige Geist leitet uns eben dann. Oder der Heilige Geist sagt, die und die Beziehungen sind nicht gut. Wisst ihr? Es gibt einen Vers, der heißt, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Es steht in den Sprüchen, ich weiß nicht genau wo, aber ich habe das der letzten Zeit ganz oft in meinem Herzen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Jemand, der im Glauben noch nicht feststeht und sich dann in Gemeinschaft aufhält mit Geschwistern, die nicht die Wahrheit haben, wird verdorben und er wird es unter Umständen nicht merken. Das ist nicht gut, ja. Und davor warnt uns Jesus. Er sagt, ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Er hat die Jünger davor gewarnt. Und jetzt kommen Lehrer daher und sagen, das ist das Wichtigste. Das ist das, was Gott am wichtigsten ist. Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht Gott am wichtigsten. Am wichtigsten ist Gott erstmal, dass die Menschen gerettet werden. Am wichtigsten ist Gott, dass sie neu geboren werden, dass sie umkehren von ihren verkehrten Wegen und dass sie erkennen, dass er sein Reich, seine Herrschaft neu aufrichtet und dass Jesus gekommen ist, um die Welt mit sich selber zu versöhnen. Ja, das ist Gott am wichtigsten. Und darüber hinaus werden wir Gemeinschaft mit Geschwistern haben. Und zwar mit denjenigen, die Gott uns zur Seite stellt. Auch da könnt ihr mal Apostelgeschichte lesen. Dort sehen wir, wie sogar die Jünger unter sich gebetet haben darüber, wer mit wem loszieht. Also auch das ist vom Geist Gottes inspiriert. Also seid da bitte vorsichtig. Ich glaube, dass das auch so für mich so der Eingangskanal war. Wo der Feind auf mich zugegriffen hat, wo mir wirklich nochmal bewusst wurde, wie viel falsch läuft bei Menschen, die sich Christen nennen. Ja? Jesus sagte nicht, geht hinaus und macht alle Welt zu Christen. Hat Jesus nicht gesagt. Er hat gesagt, geht hinaus und macht alle Welt zu meinen Jüngerinnen und Jüngern. Was sind Jünger? Jünger sind Lernende. Ja? Jesus sprach zu seinen Jüngern. Er hat sie nicht sofort Christen genannt, weil Christen sind eigentlich kleine Christusse, ja, kleine Jesus, würde ich mal sagen. Und ein kleiner, wisst ihr, wir sind Jünger, natürlich sind wir Christen, aber in erster Linie sind wir Jünger, ja, wir sind alle Lernende. Und von wem lernen wir? Wir lernen von Jesus. Er ist unser Vorbild. Macht nicht den Fehler, wie es im Moment auch, das waren alles einfach so Dinge, die in den letzten Wochen auf mich eingeprasselt sind, dass man sich vergleicht miteinander. Ja, Menschen vergleichen sich mit Menschen. Der hat einen größeren Glauben als ich, der ist da weiter als ich. Der, ja, ich hänge da irgendwie hinterher und ach, ich wünschte, ich hätte auch so einen großen Glauben. Ja, oder schau mal an, was der für einen großen oder die Person für einen großen Glauben gehabt hat. Es ist alles unrelevant. Das ist alles menschengemacht. Denn Menschen vergleichen sich mit Menschen. Wir Jünger vergleichen uns nicht mit Menschen. Wir vergleichen uns mit Jesus.
wenn wir uns vergleichen. Und da erkennen wir, dass wir alle die Herrlichkeit verfehlt haben, dass wir einen Retter brauchen, dass wir jemanden brauchen, der uns an die Hand nimmt. Und das ist Jesus, das ist der Heilige Geist. Er ist der, dem wir nachstreben, ja, seinen Glauben streben wir nach. Nicht den Glauben, den Menschen gehabt haben oder haben, sondern, ja, oder dass jemand zu mir auch zu mir sagt, Claudia, du hast einen Glauben. Ja, mein Glaube ist nichts gegen das, was Jesus war. Wisst ihr, da ist mein Glauben nichts. Auch ich strebe immer noch, immer mehr nach dem, was Jesus war. Und so sollten wir eben alle streben. Also vergleicht euch nicht mit Menschen, sondern vergleicht euch mit Jesus. Und da merkt ihr, wow, da ist noch ganz viel Spielraum nach oben. Und gleichzeitig wissen wir, ich bin im Geist Jesus gleichgestellt worden. Ja? Auch da, wir vergleichen uns mit Jesus immer. Und also so im Negativen auf uns, ja, dann bleiben wir demütig, aber auch im Positiven, was es für uns bedeutet, dass wir Christus gleichgestellt sind, zum Beispiel in Bezug auf Segen. Ja. Also vergleicht euch da, und schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wenn ihr unguten Umgang habt, und das hatte ich in den letzten Wochen, indem ich einfach bestimmte Dinge verfolgt habe und da einfach gemerkt habe, wie schlimm das ist auf der Erde, ja, wie dramatisch das ist, und ich selbst tatsächlich der Feind dann zu mir kam und mir einreden wollte, dass ich auf dem falschen Weg bin, dass ich das genauso machen muss wie die anderen, dass ich doch genauso denken muss wie die anderen und dass mir die gleichen Dinge wichtig sein müssen wie den anderen Christen. Und das hat mich echt in einen Konflikt gebracht. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich abgeschottet, ich habe den Herrn gesucht, ich habe gebetet, habe den Vater gefragt, ihm mir Weisheit und Erkenntnis zu geben, mir zu zeigen, was schief läuft bei den anderen oder eben bei mir. Ja, was läuft bei mir schief, wenn das andere die Wahrheit ist? Und so hat er mich gelehrt und hat mich da durchgebracht. Und als ich dann auch nochmal mich mit beschäftigt habe, wer ist ein Jünger? Was macht Jüngerschaft aus? Da war es dann für mich einfach wieder komplett klar, dass sehr viele nach Dingen streben, die nach denen nicht Jesus gestrebt hat, sondern nach denen die Menschen der Welt streben. Und da müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ja? Passt also auf, mit wem ihr euch zusammentut. Also du hast einen freien Willen und Vollmacht, aber zuerst suche den Herrn, suche Gott, suche seine Gemeinschaft, suche den Heiligen Geist, die Wahrheit. Sei gehorsam, ja, es ist ein Merkmal eines Jesu-Jüngers, der Gehorsam, dem Heiligen Geist gehorsam zu sein. Ich glaube, viele folgen ihrem eigenen Willen und sind nicht gehorsam dem Heiligen Geist gegenüber. Wenn sie gehorsam wären, würden sie nicht so viele Dinge tun, wie die Menschen der Welt tun, bin ich davon überzeugt. Und auch nicht die Dinge lehren, die bloße Philosophie oder Menschenlehren lehren, sondern sie würden mehr über Jesus reden und wer er war und nicht immer nur sich diesen einen kleinen Punkt, Jesus ist Liebe, herauszugreifen, ohne das Ganze unter dem Aspekt der Jüngerschaft einfach zu betrachten. Aber das wird zu gegebener Zeit dann mal auch wieder ein längeres Thema sein, Jüngerschaft. Also letztendlich machen wir ja jetzt schon die ganze Zeit Jüngerschaft zusammen. Also so viel dazu. Mein Abschlusssatz hier war oder ist, Jesus hat uns Vollmacht gegeben, er bekam die Vollmacht vom Vater und jetzt sollen wir diese Vollmacht in seinem Namen ausüben. Wir wollen das Gleiche tun, was er getan hat, das Evangelium verkünden. Gott hat Frieden geschaffen und er ist uns Menschen gnädig. Gott möchte, dass die Menschen zu ihm umkehren. Und zwar Anbetung in Geist, in Wahrheit, und der Leib Christi ist ein Leib, der im Geist und in Wahrheit verbunden ist, ja, mit dem Herrn. Und wenn ihr das anstrebt und ja, wenn ihr danach wieder strebt, dann werdet ihr auch merken, dann gehen auch die Sorgen, weil ihr wieder immer mehr in die Wahrheit hineinwachst, weil ihr euch der Vater die Wahrheit offenbart, und dann kommt ihr wieder zu den Psalmen und wisst, ich muss mich nicht sorgen, ich brauche mir keine Gedanken zu machen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes.
Und Gott wird sich kümmern und ich kann mich in seine Hand geben, weil er es durch und durch gut mit mir meint und nicht will, dass ich verloren gehe und nicht will, dass ich falle und nicht will, dass es mir schlecht geht und all diese Dinge. Wisst ihr, und da merkt ihr schon, wie die Sorgen einfach verfliegen, ja, und dann habt ihr kein Date mehr mit dem Teufel und mit Geschwistern, die vielleicht nicht im Glauben stehen, sondern ihr habt ein Date mit dem Vater, mit unserem Herrn Jesus, mit dem Erstgeborenen, mit unserem Herrn, mit dem König der Könige, und dann geht es uns auch wieder gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste. Ach nein, stopp, nein, Moment. Schönes Wochenende. Heute haben wir Freitag. Also euch eine gute Woche, weil das Video kommt ja am Montag. Seid gesegnet. Shalom.